Besser. Guten Tag, liebe Zuschauer. Wir sind hier heute auf Sendung, auf unserer ersten Sendung mit unserem Leineberglant TV Magazin. Wir sind ein bisschen aufgeregt und haben nicht gleich unsere Brille aufgehabt. Ich hoffe, Sie haben Ihre Brille auf. Und das sind unsere Themen. Das Eifelder Unternehmen InnoTape ist weiter auf dem Medaillenkurs. Die Klebespezialisten aus der Leinestadt sind bereits 5-mal unter die Top 100 des deutschen Mittelstands gewählt worden. Und in diesem Jahr sind sie wieder nominiert für einen Preis, und zwar für den Best Professional Supplier Award 2015. InnoTape hat gestartet im Jahr 2006 mit 3 Mitarbeitern. Inzwischen sind es über 80 Mitarbeiter, die in dem Gebäude arbeiten. Das Gebäude ist auch aufgestockt worden dieses Jahr. Man hat also Platz geschaffen für die weiteren Aktivitäten. InnoTape macht selbstklebende Lösungen für die Automobil- und Elektroindustrie. Und selbstklebende Teile werden in diesen Industrien immer mehr verbaut, sodass InnoTape dort also auch auf einem Wachstumskurs bleiben kann. Wer mehr wissen möchte, auf leineberglant.tv finden Sie Berichte über InnoTape, die Sie sich anschauen können, und natürlich unter www.innotape.de. Unser nächstes Thema. Nee, ist nicht so gut. Hier. Einmal im Jahr, nämlich im schönen Monat Oktober, wird der Weißwurst-Äquator verschoben. Im Oktober ist Deutschland fest in bayerischer Hand. Allerorten werden bayerische Feste zelebriert. Die Bevölkerung stellt ihre Ernährungsgewohnheiten radikal um. Süßer Senf hat Konjunktur, gemischt mit frisch gezapftem Bier und Weißwürsten. Bereits Kinder im Vorschulalter werden... Augenblick. Leineberglant TV, Gerling, guten Tag. Jawohl, Herr Ministerpräsident. Ja, danke, Herr Ministerpräsident. Das ist aber... Ja, machen wir, Herr Ministerpräsident. Habe ich erwähnt. Bayern, habe ich erwähnt. Süß habe ich auch. Honig habe ich... süßen Senf habe ich... Ja, Herr Seehofer, es ist im Moment gerade ganz schwierig. Ja, wir können... Natürlich werde ich auch noch mal drauf hinweisen. Nein, wir sind Südniedersachsen, Leineberglant TV. Das gibt doch Sinn. Wir gehören nicht zu Südniedersachsen? Nordbayern? Nein, ich wüsste. Also da müsste ich mal selber nach. Danke, ja. Aber sonst finden wir auch. Ist jetzt nur, finde ich aber prima, dass Sie. Nein, ich sage ein Weil nicht. Das ist alles toll. Wunderbar. Ja, erwähne ich nochmal. Ist in Ordnung, Ihre Majestät, Herr Ministerpräsident. Wunderbar. Ich bedanke mich auch, ja. Grüßen Sie Ihre, oder, genau, mache ich sofort. Dankeschön, Herr Ministerpräsident. Wiederhören. Ja, tschüss, hört die. Ja, Sie haben es vielleicht mitgekriegt, wir weisen aus gegebenem Anlass nochmal darauf hin, dass Bayern, gerade Bayern, eigentlich das Land ist, das unsere Kultur am besten verkörpert, und wir sind stolz, einen solchen Ministerpräsidenten in unserer Mitte zu wissen, und freuen uns darauf, dass nächstes Jahr wieder Oktober ist. So, wir sind live verbunden jetzt mit meinem Kollegen Kai Gerling auf dem Bayerischen Wochenmarkt in Duingen. Kai, Sie sehen ja recht tiefenentspannt aus. Ja, danke, Herr Kollege. Heute sind wir hier auf dem Wochenmarkt in Duingen. Und heute ist hier nicht nur Wochenmarkt, sondern hier ist auch Oktoberfest. Und wie man vielleicht erkennen kann, ist hier auch richtig gut was los. Hier in der Mitte ist also ein schöner, gemütlicher Zeltplatz aufgebaut, wo es allerlei bayerische Spezialitäten zu essen gibt. Und wir werden jetzt mal reichlich Gebrauch davon machen und mal testen, wie das alles so schmeckt. Zurück ins Studio. Und haben Sie denn mal Gelegenheit gehabt, mit Einheimischen zu sprechen hinsichtlich der Verwendung auch tatsächlich der bayerischen Sprache? Dürfen wir unsere beiden prominentesten Personen hier auf dem
Platz mal was fragen. Oder nee, wir fangen mit euch an, ne? Ja, okay. Natürlich. Und zwar, heute ist ja Oktoberfest hier auch auf dem Marktplatz. Da wollen wir mal einen kleinen Bayerisch-Test machen. Oh. Wer von euch weiß denn, was das Wort Ochkatzelschwurf bedeutet? Ochkatzelschwurf. Also auf jeden Fall Eichhörnchen-Schwanz. Perfekt. Da zeigt es sich aus, dass wir nicht zu Südniedersachsen gehören, sondern zu Nordbayern. Ja. Wunderbar, 100 von 100 Punkten. Ja, meine lieben Damen und Herren, unsere Wochenmärkte sind auf jeden Fall immer einen Besuch wert. Nicht nur in Duingen, auch in Eifelt und in Gronau und. In Leine-Bergland, da gibt es auch leckere Spezialitäten aus heimischer Herstellung, regionale Küche. Wenn Sie die Zeit haben, schwingen Sie sich mal auf, gehen Sie mal hin. Sie werden erstaunt sein, was es dort für tolle Sachen gibt. Viele von Ihnen kennen vielleicht das possierliche kleine Tierchen mit den 6 Beinen, den Pillendreher. Pillendreher sind nicht nur Tiere, sondern auch Menschen, die einen ganz besonderen Beruf ausüben, nämlich den des Pharmakanten. Pharmakanten werden bei uns im Leine-Bergland ausgebildet, und zwar bei der wunderschönen Firma Haupt Pharma in Gronau. Die suchen Auszubildende zum Pharmakanten für 2016. Wer mal wissen möchte, was ein Pharmakant macht und wie viel Spaß das macht, die Pillen zu drehen und dort zu arbeiten, der kann sich bei uns auf Leine-Bergland-TV unter Ausbildung mal einen Film anschauen, den wir gemacht haben bei Haupt Pharma, wo wir mal in den Betrieb gegangen sind und uns mal angeschaut haben, was man dort so machen kann. So, meine Damen und Herren, noch mit einer sportlichen Meldung wollen wir uns aus unserem ersten Leine-Bergland-TV-Magazin verabschieden. Und zwar haben wir unsere furchtlose Reporterin Petra Fritsche-Grote in den Wald geschickt, um mal mitzuwandern beim Wandertag 2015, der hier in Duinger Wäldern stattfand, vom Kreissportbund und dem Niedersächsischen Turnerbund organisiert. Es gab 3 Strecken zu bewältigen, das haben die über 800 Teilnehmer auch bravourös gemeistert. Eine tolle Organisation, war super Geschichte, man lernt die Wälder kennen, die Natur kennen. Es gab dann eine gemeinschaftliche Abschlussveranstaltung in der Duinger Turnhalle, wo es irgendwie lecker Kuchen und lecker Essen gab, damit man die verlorenen Funde auch gleich wieder erfolgreich anessen konnte. Eine super Geschichte, lohnt sich auf jeden Fall. Wandern ist gesund an der frischen Luft. Das war unser Magazin, erste Ausgabe. Wir hoffen, dass es Ihnen Spaß bereitet hat und freuen uns, wenn wir Sie bei Teil 2 wieder begrüßen können. Schon. Ja. Seehofer. Hallo Kai, alles gut. War ein großer Erfolg. Meld dich einfach, wenn du mal Zeit hast. Wisst ihr was, der hat der geschrieben da. Ja. Hier ist Post. Und Erfolg.